Ich darf Sie, mein Name ist Raimund Acker vom Netzwerk Grundeinkommen in Deutschland. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum 14. BIAN-Kongress hier in Ottobrunn bei München. Ja, wieso sind wir hier? Das Ganze hat sich so entwickelt. BIAN, also ist Ihnen vielleicht ein Begriff, Basic Income Earth Network, wird nachher eine Vertreterin dieser weltweiten Organisation noch mehr dazu sagen. Das Netzwerk Grundeinkommen ist eine Organisation in Deutschland, von der es auch ähnliche Organisationen in inzwischen, weiß nicht, 17, 18 anderen Ländern der Erde gibt, die sich zur Aufgabe gestellt haben, das Thema Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen zu untersuchen und dafür Werbung zu machen und es sozusagen einer breiteren Öffentlichkeit auch zugänglich zu machen. Wir haben vor 3 Jahren circa sind wir, Dorothee und ich, damals nach New York zu dem amerikanischen Netzwerk gefahren und haben unsere Arbeit dort vorgestellt. Und dort ist im Prinzip die Idee geboren worden, dass wir den nächsten BIAN-Kongress eigentlich hier ausrichten möchten. Wir haben uns deshalb uns darauf eingelassen, weil wir den Eindruck hatten, dass es höchste Zeit wäre, dass wir dieses Thema nicht länger sozusagen nur in akademischen Zirkeln beraten, sondern dass wir es auf die politische Agenda setzen. Wir arbeiten lange genug an dem Thema, um sagen zu können, dass das Grundeinkommen aus dem Stadium einer Utopie herausgewachsen ist. Für uns ist das inzwischen ein politisches Projekt. Und da wir demokratisch gesinnt sind, möchten wir die übliche Vorgehensweise wählen, um sozusagen so etwas, insbesondere so eine große Änderung ins Werk zu setzen, indem wir einfach versuchen, mit der Zeit eine politische Mehrheit in diesem Land und auch in anderen Ländern zu organisieren, die dann hinreichend viel Druck auf ihre jeweiligen Parlamentarier und Politiker ausübt, um sie dazu zu bewegen, eben ein entsprechendes Gesetz im Bundestag zu verabschieden. Das ist das normale Prozedere, das bezieht sich ja nicht nur auf Grundeinkommen, wie Sie wissen. Aber so gehen wir vor und so ist unsere Arbeitsweise. Und deshalb ist ein Bestandteil dieser Arbeitsweise die internationale Vernetzung mit anderen Netzwerken, die ähnlich arbeiten. Und aus diesem Grund ist es ganz logisch, dass wir uns auch hier beteiligen bei der Ausrichtung solcher Kongresse, wie das heute einer ist. Vielleicht noch zwei Worte zu den Ziel oder dem Motto, was wir diesem Kongress gegeben haben. Das Motto heißt Wege zum Grundeinkommen und damit kommt eigentlich schon zum Ausdruck, was wir vorhaben. Wir wollen es nicht dabei belassen, weitere detaillierte Probleme zu diskutieren, sondern wir wollen uns überlegen, wie kommen wir von hier nach da? Was ist der Ausgangszustand? Wie sind die unterschiedlichen Sozialsysteme in unterschiedlichen Ländern? Was verträgt sich mit einem Grundeinkommensansatz, was nicht? All diese Dinge sollen eine Rolle spielen. Das heißt, Sie werden feststellen, dass es ein sehr starker Schwerpunkt in den Workshops und in den Panels sein wird, Überlegungen zu machen, wie wir sozusagen zu einem wie wir das auf die politische Agenda setzen, dieses Thema. Und ich denke, wir sind speziell in Deutschland da relativ gut aufgestellt. Wie Sie vielleicht wissen, ist überhaupt im deutschsprachigen Raum inzwischen in den letzten Jahren eine nennenswerte Grundeinkommensszene herangewachsen, eine Grundeinkommensbewegung, die sich zusammensetzt aus vielen lokalen Initiativen, die dieses Thema vor Ort mit den Menschen diskutieren, Informationsveranstaltungen machen, große Organisationen, die dieses Thema nicht ausschließlich, aber eben auch diskutieren und auf diese Weise auch zur Verbreitung der Idee beitragen. Deshalb ist so, haben wir das Konzept hier auch so ausgelegt, dass es nicht nur bei diesem wissenschaftlichen Kongress bleiben soll, sondern dass wir das als Anlass nehmen, um im öffentlichen Raum weitere Veranstaltungen zumindest anzuregen. Wir haben also sozusagen diesen Kongress, wenn wir so wollen, eingebettet in etwas, das nennen wir Aktionstage. Es findet also während der ganzen Woche schon und auch während des Kongresses finden weitere Veranstaltungen im Raum München statt. Näheres dazu finden Sie auf unserer Website bian2012.de unter dem Stichwort Aktionstage. Gestern hatten wir schon einen sehr gut besuchten
Pre-Conference Day, das ist ja der traditionell der Host Nation Day, also wo sich die gastgebende Nation vorstellt. Wir hatten sehr interessante kulturelle Beiträge dazu. Also es ist keineswegs so, dass man das Thema Grundeinkommen nur über den Kopf sich erschließen kann, sondern ich denke, auch der emotionale Zugang ist sehr wichtig, um überhaupt mal festzustellen, will ich das überhaupt, und zu versuchen, sich da reinzuträumen in diese Idee, die ja doch für die meisten, wenn sie es zum ersten Mal hören, sehr verwirrend erstmal sein kann. Ich möchte es dabei belassen und noch ein paar organisatorische Dinge Ihnen sagen, die wichtig sind. Zum einen wird es morgen eine Stunde Mittagspause geben, bei der Sie ein Essen bekommen können. Es wird also ein Lunchbuffet eingerichtet hier von dem Pächter dieses Hauses. Ich bitte Sie, wenn Sie Interesse haben, an diesem Essen teilzunehmen, dass Sie sich die Essenmarken in dem Restaurant unten besorgen. Es war also beim Check-in waren schon Damen da, die das verkauft haben. Unten gibt es ein Restaurant und ein Bistro. In beiden Lokalitäten können Sie für 9,90 Euro sich eine Essensmarke besorgen. Dann müssen weil Sie müssen bedenken, es gibt ansonsten nicht sehr viele, insbesondere nicht größere Restaurantbetriebe im Umkreis von dem Wolf-Ferrari-Haus. Es wäre also günstig, wenn man sich da nicht zu sehr verzettelt. Des Weiteren haben wir vor, morgen Abend einen Empfang zu machen, bei dem sozusagen die Leute zusammenkommen können und sich kennenlernen können. Dazu können Sie ein Freigetränk erwerben. Den Getränkebon haben Sie entweder beim Check-in schon bekommen, wenn nicht, sollten Sie nochmal an den Check-in-Tisch gehen und sich den besorgen. Über die Übersetzungstechnik hatte ich schon kurz gesprochen. Sie werden also diese Headsets, das ist ein Kopfhörer und ein kleines Empfangsteil, was relativ selbsterklärend mit An- und Aus funktioniert. Sie sollten berücksichtigen, dass Sie in den einzelnen Workshops immer mitgeteilt bekommen von dem jeweiligen Übersetzer, der dort arbeitet, auf welchem Kanal dort gesendet wird. Sie können an Ihrem Gerät dann irgendwie eine Zahl zwischen 1 und 9 einstellen, damit sich die Übertragungen aus benachbarten Räumen nicht stören. Bei der Gelegenheit denken Sie bitte auch daran, abends Ihr Gerät wieder zurückzugeben, weil es über Nacht in die Ladestation muss, sonst hören Sie nämlich morgen nichts mehr damit. Also bitte daran denken, bevor Sie ins Hotel zurückkehren, die Geräte dort, wo Sie sie geholt haben, wieder abzugeben. Zur Übersetzung ein Wort vielleicht noch. Wir haben ziemliche Probleme gehabt. Wir mussten feststellen, dass es eine sehr kostspielige Angelegenheit ist, insbesondere bis zu 10 parallele Veranstaltungen simultan zu übersetzen. Und zum Glück haben wir mit Professor Ziegler jemand gefunden, der uns ein sehr interessantes Angebot machen konnte, indem er nicht nur drei Profidolmetscher einsetzt, sondern auch Sprachstudenten, die kurz vor ihrem Abschluss zum Teil stehen und die sozusagen also fast ehrenamtlich, also nur gegen Aufwands, gegen Reisekosten und Verpflegung arbeiten. Ich bitte Sie um Zusammenarbeit mit diesen jungen Leuten, wenn es irgendwo mal zu schnell geht oder dass Sie sozusagen ihnen erlauben, ein Zeichen zu geben, um etwas nochmal zu wiederholen, oder wenn es, dass Sie auch ein bisschen diszipliniert vielleicht in der Diskussion sind, denken Sie daran, die müssen alles versuchen irgendwie zu übersetzen, und wenn drei Leute auf einmal reden, sollten sich zumindest entscheiden, wer übersetzt werden soll. Dann haben wir einen WLAN-Anschluss hier freigeschaltet für das gesamte Gebäude. Das Netzwerk heißt WFH, das ist die Abkürzung von Wolf-Ferrari-Haus. Passwort ist keins drauf. Sie können also ab sofort im Internet unterwegs sein. Und letzte Anmerkung hier. Wir haben hier in diesem Saal ein Internet-Streaming organisiert, vorbereitet. Das heißt, es werden Live-Übertragungen ins Internet von allen Veranstaltungen hier im Festsaal gemacht, die Sie später auch als Aufzeichnung sich herunterladen können. Wer also nicht möchte, dass,
möglicherweise ohne seinen Willen im Internet erscheint, der möge sich entsprechend darauf einrichten, vielleicht sich nicht direkt vor die Kamera stellen oder etwas in der Art. Ebenfalls haben wir keine Einschränkungen gemacht, was die Fotografie betrifft, weil wir auch viele Initiativen hier haben, die gerne auch in dieser Form mit Bildberichterstattung auf ihren jeweiligen Netzwerken über solche Anlässe berichten können. So, das war's von meiner Seite. Ich darf Ihnen und uns allen einen interessanten und Kongress wünschen mit vielen interessanten Begegnungen und ich hoffe, dass Sie genauso viel Spaß haben werden, wie ich dabei sicher haben werde. Ich darf als nächste Sprecherin Ingrid van Niekerk bitten. Sie ist Mitglied im Björn-Exekutivkomitee und wird Ihnen vielleicht noch etwas sozusagen the big picture geben. Danke vielmals. Guten Morgen alle. That's about as far as my German goes. Apologies to my grandfather who left Germany in the 1930s and went to Namibia, and I was born in Namibia and continued to live in South Africa. I understand a little bit of German, but I'm not going to torment you with my really broken German at this point. So, good morning everyone. Welcome to the 14th BN Congress. We're very excited to be in Germany at this time. I think Germany, with hindsight, was probably the best country in Europe we could have chosen to have our 14th BN Congress in, with all the kinds of economic difficulties that most and all European countries and the rest of the world are experiencing. I think I'd like to express sincere gratitude to Reinmund and Dorothy for all the efforts that they have made, and with all the difficulties that they encountered, continue to persevere and was able to bring us all together from all different parts of the world here today. So thank you very much, and let's give them a hand. My name is Ingrid van Niekerk, and I'm co-chair of the executive committee, and so is Carl Weidequist, who is my co-chair of the executive committee. We have been organizing the BN network for many years now together, and we make a really good team, I believe, and we're very happy to be here with you as the BN executive. Most of our members are here. I think maybe one or two of them are not here. Please take an opportunity to meet them. We have many of our old compatriots here as well. I see in the crowd, and people like Guy, and I'm sure Philippe is somewhere. Else, and I see David and some of the other executive members, and I see we've just have another very important member come to the front, somebody whom some of you might know, a senator from Brazil, Senator Eduardo Suplicy. Thank you very much. I do recognize purely by picture somebody very important from Germany as well, I believe, Götz Werner, and his efforts and work that he's done. And I believe there was perhaps a book this morning that was released of the work that he's talking about as far as basic income. So we'd like to recognize him as well. The Basic Income Earth Network started after the Basic Income European Network had started. The Basic Income European Network was started 26 years ago. And last year, somebody suddenly remembered, and I believe it was Guy Standing, hang on, haven't we been around for about 25 years already? And we all sat up astounded because nobody remembered 25 years ago that we had started the Basic Income European Network. So it was wonderful that he was able to send around a picture, and perhaps we can share that picture at the Congress sometime over the next 2 days, just to see who the crowd were that started the Basic Income European Network at that time. Well, things progressed, and sometime when I was in Berlin several years ago, when Klaus Offer was organizing a congress in Berlin, I came as one of the developing country persons talking about basic income. And at that time, everybody was saying, but developing countries can't afford basic income. What are you talking about? And
We said, well, hang on, there are different pathways for basic income. And perhaps in the South African case, with the rights-based approach that we have, we can see a pathway developing. And at that time, we were calling it, and still continue to call it, progressive realization. So we move slowly towards a basic income, but going in partial increments. And in our case, we started with old age pension and young children, and moving to age 7 to age 12, and now we're at age 18. So this is one way that one can see this kind of realization happening. But let me come back to the point. So there I was, lone figure, speaking to these Europeans and saying, hang on. In the meantime, Eduardo is campaigning on the other side and he's saying, you cannot continue to call this a European network. You have to call it an Earth Network. And Eduardo, I believe, was the person who coined Basic Income Earth Network, because we wanted to keep BIA. It just sounded really nice. So we kept BIA, and with Eduardo's idea of making it an Earth Network, that's what we did. So now we're the Basic Income Earth Network. And with that, I'd like to just point out to you that we have 17 affiliates. And I want to read the different affiliates to you. We have Argentina, Australia, Austria, Brazil, Canada, Denmark, Germany, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, South Korea, Spain, Switzerland, the United Kingdom, and United States. And I want to thank all of the people working in these various networks, making the effort to bring people together in your country, as difficult as it is. I think we need to recognize your efforts and to thank you for keeping your networks going and sending us such wonderful information, so we're able to share this on our various websites and things, and in particular with the work that Yannick and Carl are doing to revamp the newsflash and to be able to put some things up on the website. So thank you very much to all our 17 national affiliates. And just to recognize, we have three more possible affiliates, and we'll be reviewing these at the AGM, Finland, Belgium, and Hungary. Those are the three more. So in talking about pathways to basic income, I wanted to reflect on the kind of initiatives that are currently happening and that have happened in the past few years in the world. And the first one I want to talk about, and many Germans probably know about this, is the initiative that was taken by Dirk and Claudia Harman in Namibia in the Omitara Uchivero basic income pilot. This is a little area just outside of Windhoek, and they have sweated, blood, sweat, and tears. I was there many times with them, and you know, working on various aspects, visiting the pilot. So I know it was blood, sweat, and tears to raise the funds, to run the pilot, and to do what they did. And I think, you know, we're very, very grateful that we can have results of such a wonderful piece of work that was done by them at that time. And I think all of us who are thinking about pilots in our various countries can learn from that initiative, realize the kinds of issues that came up and how those issues were resolved, and be able to forge our way forward more easily because they did the groundbreaking work. So very, very, I know Dirk is here in the crowd somewhere. I believe Claudia couldn't make it. Make sure you have an opportunity. He's right in the back there. Maybe if you could just raise your hand, Dirk. I know they got a lot of funding from the Lutheran Church and from other members in Germany, and so just want to thank the German people for making such a wonderful impact on basic income in Namibia and for the Basic Income Earth Network leading the path. And then another group I'd like to just briefly mention is the Quantingo Velo project in Brazil that some of you might have visited. And I believe Bruno and Marcus are here, and I believe they also have a new member in their family as going to be our new basic income person. He's a little Sophia is here somewhere, I believe. They may not be in the crowd yet. I left them at the hotel, but I know that they are at the conference. So please make an effort to speak to them. They're wonderful people to speak to. They will also be making presentations on their work, so make sure to catch up with them. Another pilot that I'd like to briefly mention is the one that Guy Standing and Renana Jabvala is busy developing and working on in India. And I know that Guy has an opportunity and he'll share some of those details with you later on today. Then
as we're thinking about these pathways, I think it's not only these pilots that we that have been initiated that we need to consider, but various interesting developments. And I'd like to also just mention the Iranian initiative that's happening. That is a basic income that's being received by everybody in the country because they had taken away some form of subsidy. So make sure to catch up on that. We also have the citizens, the European Citizens Initiative, which on the last day, on Sunday, will have a 1.5-hour meeting just to discuss some of the developments that's happened over the past few weeks and coming out of the Council of Europe project. And then just one last reflection on pathways to basic income. I think one, some of the work that my organization has been doing in Africa and in particular in Asia and other organizations in the Latin American context is the universal cash transfers and helping governments and agencies to develop these universal cash transfers. And so I think that's another way that one can begin to think about these different pathways to basic income. So having given you a little bit of an overview of some of the projects that are going on and some of the areas, I'd like to hand over to Carl, and Carl will speak to some of the more technical things that we need to deal with as far as we go with the Basic Income Earth Network. Thank you. Thanks. Ingrid asked me to talk to you about three things that are going on with the BN: basic income studies, the news flash and the news website, and the elections that are coming up at the general meeting. Basic Income Studies is the first academic journal dedicated to research on basic income. The Basic Income Earth Network has sponsored this journal. It was originally created by initiative by Red Renta Básica, the Spanish Basic Income Network, but BN has become a major sponsor of it. I was one of the original editors of the journal. I have since stepped down, and we've transitioned to two new editors, Louise Hogg, who could not make it this time, and Jim Mulvale, who is over there. Now, Basic Income Studies will be sponsoring an essay prize for this conference for the best English language paper presented at this conference. So if you are presenting a paper in English at this conference, you're automatically entered, and the editors will be putting together a team to evaluate and award this prize. But I would also like to encourage all of you to submit papers. If you write academic papers on basic income, submit them to Basic Income Studies. It's a very good and growing journal. It is now in its seventh year of publication and under a new editorial team. Now, the second is Basic Income News and the Basic Income News Flash. I will be running at the elections on Sunday to take over the job as news editor for the Basic Income Earth Network. It has been run for the last about 10 years by Yannick van der Brot, who is here somewhere. There he is, Yannick in the back. And before that, it was run by Philippe van Parijs. Now, I've been running the U.S. Basic Income Guarantee newsletter for the last 12 years, and we've decided to create a greater integration between the international newsletter in BN's News Flash and many of the affiliates, and to integrate them with the new news website that was created just a little over a year ago by Yannick van der Boot, Jorg Drescher, who is here, Jorg Drescher right there, and myself. There is now a website dedicated to up-to-date news on basic income. It's online at binews.org. And we're trying to put these together with the News Flash and with affiliate newsletters to have a coordinated team with an international email newsletter
and with affiliate newsletters. We need affiliates to see us about participating in this, and we also need volunteers to help write for the newsletter. We have a team of about 6 writers for the newsletter right now who are doing a great job, but we need many and more volunteers. If you are interested, think you might be interested in writing for the newsletter, please see me or Jorg or Yannick, who is going to stay involved with the newsletter. Please see us. And if you're with an affiliate and you want to see about having an affiliate edition of the Basic Income newsletter, see me also, and we'll talk about how to integrate this. Now, the last order of business is the elections that are coming up on Sunday. Sunday is the general meeting for the membership of BN. Anyone who is welcome to attend, but anyone who is a member of BN is welcome to come and to vote. This is where BN every 2 years makes its policy, and this is one of the main reasons why we have a Congress every 2 years, is to have our assembly meeting and have and make our policy for the 2 years. And one of the main orders of business is to choose the venue for the next Congress, and another main order of business is to elect the executive committee that will run BN over the next 2 years. This includes the 2 co-chairs, newsletter editor, treasurer, secretary, and several other positions. Usually in the past, the people who have been on the last committee nominate the next committee, and usually those people get elected. If you're happy with how BN is being run, you are vote for those candidates. If you're not, there are sign-up sheets, and we welcome people to run against the committee. And there are sign-up sheets at the bottom of the stairs to nominate someone to run on the committee. Now, if you've been a member of BN and you're interested in getting involved, you might consider running for one of the positions near the bottom of the list, one of the regional coordinating positions, or you might see me, Almaz, Yannick, Ingrid, Jim Mulvale or Andreas, any of the other members of the committee who are here, see us about volunteering. We need people to come in and take over the leadership. We are recruiting to get people involved, and we want to get more people involved in the leadership. And so I hope all the members who are here will come to the meeting on Sunday, and I'll see you then and throughout the conference. Thanks a lot. Okay, danke Karl. Als nächster Sprecher wird Guy Standing, Ehrenpräsident von BN, ein paar Worte sagen, und ich bin gespannt. Ich hoffe auch ein bisschen was über das Pilotprojekt in Indien, auf das wir alle schon sehr gespannt sind. Thank you very much, and I'd like to join in congratulations to the organizing committee. They've done a fantastic job. We're all sorry that Dorothy is not here today. And I'd like to begin by wishing her well. I believe she's ill. And also a member of our executive committee, Louise Haag, who is also seriously ill. I want all of us to send her best wishes to Louise for a speedy recovery. Now, every 2 years, when we have our Congress, wherever it may be, it's an opportunity for those of us who have been in the organization since the beginning to reflect on where we have come in the recent past and to be seeing things as we hope they will be evolving in the next 2 years. And it seems to me that in the past 2 years, since we had our wonderful Congress in São Paulo, that certain things have begun to take shape. And I want to reflect on 3 of them as an attempt to give some political context to our discussions. The first one, and I found this since working on it for several years, is the growth around the world of millions and millions of people existing in insecurity, facing a life where they can only flit between mini jobs,
between unemployment and between a sense of not having any occupational identity or narrative to give their lives. Those people I call the precariat. Others have been doing so too. And in the past 2 years, I've been invited to address no less than 150 odd meetings where the precariat are there. And I've felt the energy and the anger of people who are being pushed into the precariat. And among the energy, there's also been a very clear appreciation, particularly of young, educated, progressive people, that moving towards a basic income as a right is something they can respect and something that they can work to achieve. It's a wonderful sense of energy because it is taking place at a politically highly charged moment in history, where we do have the risk of this crisis spawning a neo-fascist political direction that threatens many of our societies. And I say to the politicians that unless we have a trend towards basic economic security for everybody, that far-right tendency will only grow stronger. But I, among most of you here, am an optimist. And I think that we are going to see a surge of interest and belief in moving towards a basic income. And you and me and all of us have got to double our energies to work towards that goal. I was privileged to speak to a number of the Occupy movements last year. And I can tell you that the number of people there who hadn't heard of basic income, but who wanted it when they heard about it, and they've written and they've been contributing and joining our movement. A basic income for the precariat will strengthen a right to work, a strengthen a right to security, a strengthen the right to fight for the commons, and also control over their time so that they can develop their capabilities. That is a powerful reason for supporting a basic income. The second point I want to make, and I always make it, is that we must always make sure when we're talking to others in particular, that we say that basic income is part of a progressive strategy. It must always be seen as part, not just a standalone policy. And we must always emphasize that. The second thing that has really happened in the last 2 or 3 years is the notion of pilots. The idea that pilot schemes in various parts of the world, small scale or bigger, are a way forward for legitimizing an agenda of basic income and universalism. The pilots that we are seeing in Namibia, in Brazil, and now in India, where I'm working as a research assistant for SEWA, because it's SEWA, the Self-Employed Women's Association of India, that is leading this pilot in India, and I'm extremely proud to be working with them on this project, where thousands of people today are receiving what is in effect a monthly, guaranteed, unconditional, individual basic income. We don't call it that in India, that would get us thrown out. Universal cash transfers is the term of the day. But what pilots are doing is moving the whole debate into the political mainstream and gaining legitimation, respect, and we're learning through doing them. We'll be showing a video later in the conference, which I hope will interest many of you, and I find it emotionally powerful. The third theme is that we're living in strange times
when a lot of people are talking about rights, and yet actually the reverse is happening. Millions of people, not just migrants, are being converted from citizens into what I call denizens, losing civil rights, losing social rights, losing political rights, losing economic rights, losing cultural rights. Now, basic income is an instrument which will reverse the trend towards denizens and strengthen the basis of rights. And on that note, I would like to conclude by reminding us all that when our next Congress takes place, wherever that's going to be, it will be just before the millennium of a major document of history. That major document of history tends not to be read by most of us, but I urge everybody to read it before the next Congress, because it's the Magna Carta. The Magna Carta, which was the original document establishing the agenda of rights. And if you read it today, it will give you a chill, because it was saying things that most of us in this room believe deeply, but which have been challenged and neglected by our political utilitarian establishments. We've got a great challenge to revive rights. We've got a great challenge to revive security. And we've got a great challenge to help address poverty and inequality. And I urge all of us to redouble those efforts. Thank you very much indeed. So, nun ist mir eine besondere Ehre und Freude, unsere zweite, nicht unsere, ich bin ja aus einer anderen Gemeinde, aber die zweite Bürgermeisterin unserer Gastgemeinde zu begrüßen. Sie wird ein paar Worte an uns richten und ich denke, es ist eine sehr schöne Geste von ihr, dass sie sich die Zeit genommen hat, zu uns zu sprechen. Frau Motto, lange bitte. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 14. Bienenkongresses, im Namen des Gemeinderats der Gemeinde Ottobrunn und des ersten Bürgermeisters Thomas Loderer, der heute leider einen anderen Termin hat, aber auch ganz persönlich heiße ich Sie in unserer Gemeinde herzlich willkommen. Ich freue mich sehr und es ehrt uns und unsere Gemeinde, dass Sie Ottobrunn als Veranstaltungsort für diesen internationalen Kongress gewählt haben. Ottobrunn vor den Toren der Landeshauptstadt München liegt mit über 20.000 Einwohnern auf einer Fläche von nur 5,24 Quadratkilometern, bezogen auf die Besiedlungsdichte in Deutschland an dritter Stelle und ist die jüngste Gemeinde im Landkreis München. Sie wurde am 1. April 1955 gegründet. Zuvor gehörte Ottobrunn politisch zur Nachbargemeinde Unterhaching. Als Wirtschaftsstandort mit Tradition und Zukunft ist Ottobrunn eng mit dem Aufstieg Bayerns zum europäischen Zentrum der Luft- und Raumfahrt verbunden. Insbesondere die Firma MBB, Messerschmitt, Bölko, Blohm, und die nacheinander daraus hervorgegangenen Firmen Daimler Aerospace und European Aeronautic Defense and Space Company, EADS, haben unsere Gemeinde weltweit als Hochtechnologiestandort bekannt gemacht. Namhafte Unternehmen aus den zukunftsträchtigen Clustern Luft- und Raumfahrt, Energie, Sicherheit sowie Satellitenkommunikation wie die IABG, EADS mit ihren Töchtern Astrium und Eurocopter oder TE Connectivity
haben in der Gemeinde ihre Standorte. Am Drehkreuz zwischen Flughafen, Alpenraum und der Weltstadt München gelegen, stellt Ottobrunn dank seiner verkehrsgünstigen Lage mit dem Anschluss an die Autobahnen A8 und A99 eine attraktive Geschäftsadresse dar. Eine eigene S-Bahn-Haltestelle und ein gut ausgebautes und ständig optimiertes Busnetz gewähren eine schnelle Verbindung zur Landeshauptstadt und zu den Nachbargemeinden und natürlich auch ab nächster Woche zum weltgrößten Volksfest, dem Oktoberfest. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch historisch hat Ottobrunn einen besonderen Stellenwert, leitet sich doch der Ortsname von König Otto von Griechenland ab, dem zweitältesten Sohn des bayerischen Königs Ludwigs I. Otto wurde im Jahr 1832 als 17-Jähriger zum ersten König des 1830 neu gegründeten Staates Griechenland gewählt und blieb es bis 1862. Begleitet von seinem Hofstaat und zahlreichen bayerischen Soldaten, heute würde man vielleicht Friedenstruppen dazu sagen, kam Otto auf seinem Weg nach Griechenland auch durch das heutige Ottobrunn und verabschiedete sich beim Kilometerstein 12 an der Rosenheimer Landstraße von seinem Vater. Daran erinnert die dort 1834 errichtete dorische Otto-Säule, die auch unser Gemeindewappen ziert. Ottos Regentschaft schuf die administrativen Grundlagen des modernen Griechenlands. Auch die griechische Gesetzgebung orientierte sich an deutschen Vorbildern. Selbst das bayerische Reinheitsgebot für Bier war in Griechenland gültig. Seit mehr als 30 Jahren verbindet uns mit der griechischen Hafenstadt Nauplia, die zum Zeitpunkt von Ottos Ankunft noch griechische Hauptstadt war, eine gut gepflegte Städtepartnerschaft. Und eine kleine persönliche Anmerkung, wenn Sie Zeit haben sollten, besuchen Sie doch unser kleines, aber feines König Otto von Griechenland Museum nebenan im Rathaus und lassen Sie sich von den außergewöhnlichen Exponaten überraschen. Ottobrunn verbindet die Vorteile der Nähe zur Großstadt mit der Wohn- und Lebensqualität einer Gartenstadt. Das 1986 fertiggestellte Wolf-Ferrari-Haus, das Sie als Ihren Veranstaltungsort gewählt haben, steht als Kultur- und Veranstaltungszentrum für ein abwechslungsreiches und niveauvolles Programm und ist als Tagungsstätte bei Unternehmen und Institutionen sehr beliebt. Der Namensgeber dieses Bürger- und Kulturhauses, der deutsch-italienische Komponist Ermanno Wolf-Ferrari, der von 1876 bis 1948 lebte, wohnte viele Jahre hier in Ottobrunn. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meiner kurzen Vorstellung unsere Gemeinde etwas näher bringen. In der Hoffnung, dass Sie sich hier wohlfühlen, wünsche ich Ihrem Kongress einen guten Verlauf und würde mich freuen, Sie vielleicht eines Tages hier wieder begrüßen zu dürfen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Motto Lange. Als nächste Sprecherin haben wir eine Organisation, die Vorsitzende einer Organisation, die im Netzwerk unter anderem Mitgliedsorganisation ist. Das ist die katholische Arbeitnehmerbewegung. Und ich begrüße Ihre Vorsitzende, Frau Schiedermeier, die ein paar Worte dazu sagen wird, auch vielleicht den Zusammenhang zum Grundeinkommen, wie das bei Ihnen so reingekommen ist. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dieser Grundeinkommenskongress findet in sehr bewegten Zeiten statt. Geister Ending hat es uns schon sehr anschaulich dargestellt. Nach der Finanz-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise geht es heute nicht nur um die Zukunft von Griechenland, Portugal, Spanien und Italien. Wenn man der Presse glauben kann, steht das Schicksal der gesamten Europäischen Union auf dem Spiel. Aktuell sind es dieselben Finanzmärkte,
die als Ausgangspunkt der Krise von den Staaten gerettet werden mussten, die jetzt mit neuen und ungehemmten Spekulationen ihre Retter in die Enge treiben und zu massiven Kürzungsprogrammen zwingen. Dies geht überwiegend zu Lasten der Sozialsysteme und von Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Die Kosten der Krise zahlen immer mehr die, die sie nicht verschuldet haben. Ungerechtigkeit und Ungleichheit wachsen und gefährden den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Trotz alledem, die Rezepte zur Heilung sind scheinbar dieselben. Dieselben, die uns schon in die Krise geführt haben. Und sie sind vor allem eines, vermeintlich alternativlos. Wachstum um jeden Preis, die Illusion von Vollbeschäftigung als Normalzustand, Arbeit für jeden Preis mit einer kompletten Prekarisierung inklusive, die Zurückdrängung und Verschlankung des Staates, die Ökonomisierung immer weiterer Lebensbereiche. Oder in Kürze die Unterwerfung von Staat, Gesellschaft und jedes und jeder Einzelnen unter die Interessen des Marktes. Dieser Weg überfordert nicht nur die Menschen, sondern führt auch zu einer Übernutzung der natürlichen Lebensgrundlagen. Das Stichwort Nachhaltigkeit wird auch in der Grundeinkommensdiskussion immer wichtiger. Eines scheint klar: Wenn man den Kräften des Marktes freien Lauf lässt, werden Natur und Menschen zum Spielball. Ihr erstes Opfer? Die menschliche Würde. Europa steht am Scheideweg. Es wird entweder den Weg der Alternativlosigkeit weiterverfolgen und dabei die bereits bestehende gesellschaftliche Spaltung vertiefen und Armut und Perspektivlosigkeit gerade bei jungen Menschen vergrößern. Es ist nur bitter, dass man bei Jugendlichen teils von der verlorenen Generation spricht. Oder aber diese Krise als Chance nehmen, um ein soziales Europa zu wagen. Dabei muss das Primat der Menschen und ihre Würde vor den Interessen des Marktes gelten. Es muss darum gehen, den Menschen die Souveränität über ihr eigenes Leben zurückzugeben. Das Grundeinkommen ist sicher keine magische Allzweckwaffe gegen alle Übel dieser Welt. Es ist jedoch allemal dazu geeignet, als konkrete Alternative die vorherrschenden Paradigmen in Frage zu stellen und die Menschen dazu anzuregen, über die Frage nachzudenken, wie sie wirklich arbeiten und leben wollen. Oder zugespitzt, was für sie ein gutes Leben beinhaltet. Dieser Prozess ist sicher nicht einfach. Als Verbandsfrau kann ich da einiges von erzählen. Aber so ein Prozess lohnt sich. Und manchmal ist schon der Weg ein ganz wichtiger Teil des Ziels. In unserem Verband der KAB reichen die Diskussionen um das Grundeinkommen zurück bis in die 80er und 90er Jahre. Und waren zu Beginn stark von der Massenarbeitslosigkeit und der Reform der Sozialhilfe geprägt. Die von den Frauen in der KAB zunächst getragene Debatte um Vereinbarkeit von Familie und Beruf hatte einen wichtigen Anteil an der Weiterentwicklung zu einem mehr ganzheitlichen Ansatz. Das garantierte Grundeinkommen in seiner heutigen Form ist ein Instrument zur Verwirklichung einer Tätigkeitsgesellschaft. Das heißt, es versteht sich nicht als rein sozialpolitisches Instrument, etwa zur Armutsvermeidung, sondern es nimmt alle Menschen in den Blick, ob in Arbeit, ohne Erwerbsarbeit, in Ausbildung oder Familienzeit. Uns geht es darum, orientiert an den Bedürfnissen der Menschen, eine neue Balance zwischen Arbeit und Leben, zwischen individueller Freiheit und sozialem Zusammenhalt zu schaffen. Das beinhaltet natürlich gleichzeitig die Forderung nach einer verstärkten Umverteilung. Umverteilung von Vermögen, von
von Erwerbsarbeit, von Zeit und ist selbstverständlich flankiert von einer Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn. Wir fordern in unserem Verband derzeit 8,70 Euro. Ich bin 9,70 Euro, Entschuldigung. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf diesem Kongress auf dem Weg zum Grundeinkommen ein gutes Stück nach vorne kommen müssen. Ja, wir mussten es nach oben korrigieren, weil wir eine nachhaltige Absicherung wollen, die nicht nur heute reicht, sondern eben auch im Alter. Lassen wir uns auf diesen Wegen zum Grundeinkommen wirklich nach vorne kommen und intensiv und konstruktiv miteinander diskutieren und uns gegenseitig ermutigen. Ja, vielen Dank, Sabine Schiedermeier. Als nächsten Sprecher möchte ich vorstellen, Karl Beer von der Grünen Jugend. Er ist Vorsitzender der Grünen Jugend, also der Jugendorganisation der Partei Die Grünen. Und ich bin gespannt, was er uns sowohl über die politische Diskussion bei den Grünen sagen kann und vielleicht kann auch ein Wort verlieren, was generell andere in anderen ähnlichen Jugendorganisationen zum Thema Grundeinkommen läuft. Karl Beer, bitte. Hallo, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, liebe Aktivisten für ein Grundeinkommen, liebe Abgeordnete. Ich freue mich, dass so viele Leute nach Ottobrunn gekommen sind. Ich freue mich da ganz besonders, weil es endlich einmal ein Kongress ist, wo ich mit dem Fahrrad hinfahren kann, nur durch die Fichtenmonokultur durch, unter der Autobahn durch, an der Waffenindustrie vorbei. Und ich habe einen internationalen, hochkarätigen und zugleich alternativen und kritisch im Denken seinen Kongress. Und es freut mich sehr, dass ihr hier seid. Ich spreche zu euch als Sprecher der Grünen Jugend. Wir sind ein Verband, ein Jugendverband mit ungefähr 9000 Mitgliedern. Das heißt, so ein bisschen vertrete ich die Leute, von denen Gui vorher gesprochen hat, die jung und gut ausgebildet und sehr progressiv sind. Und wir setzen uns als Verband seit vielen, vielen Jahren für ein bedingungsloses Grundeinkommen aus, das so aussehen soll, dass jeder und jede das ohne Bedarfsprüfung bekommen soll und nicht nur ein Existenzminimum zur Verfügung stellt, sondern auch die finanziellen Bedingungen für die kulturelle Teilhabe sicherstellt. Und ein langsamer, Entschuldigung, für die Übersetzer. Oh, hallo. Ein solches bedingungsloses Grundeinkommen, das ist mehr als eine Form der Umverteilung oder der Armenfürsorge. Das Grundeinkommen wirkt viel, viel tiefer und es bringt uns dazu, die Rolle der Arbeit im Leben von Menschen oder auch zu überlegen, wie individuelle und gesellschaftliche Entwicklung, also Wachstum und Karriere aussehen sollten. Vom Grundeinkommen erwarten wir deshalb viel mehr als von der Caritas oder von Robin Hood. Das kann ein Teil der notwendigen ökologischen Transformation unserer Wirtschaft sein. Dieser Kongress erinnert mich sehr an einen anderen Kongress, auf dem ich vor 5 Jahren einmal war. Da war das World Car Free Network in Istanbul, ein globaler Verband, der sich für autofreie Städte ausspricht. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Gleichklang in vielen, im Stil der Veranstaltung. Das ist ganz interessant für mich gerade, habe ich viel Flashback. So viel zum Ökologischen. Was viel stärker eigentlich noch beim Grundeinkommen eine Rolle spielt, ist, dass es den Menschen die Angst nimmt, dass sie ihr einzigartiges und endliches und damit sehr wertvolles Leben damit verbringen müssen, sich zu fragen, wie zahle ich meine Miete, wie fülle ich meinen Kühlschrank, wenn ich überhaupt einen Kühlschrank habe. Entschuldigung. Das Grundeinkommen wäre ein Baustein einer Gesellschaft, in der sich jeder frei und friedlich zur vollen Blüte entwickeln kann. Und wie schon mehrfach gesagt wurde, nicht der einzige Baustein. Wenn ich mir zum Beispiel Sexismus anschaue, der existiert nicht nur wegen der Angst der Männer vor wirtschaftlichem Abstieg. Sofern wir auch als Grundeinkommensbewegung einem altgewerkschaftlichen Traditionsmarxismus mit seinem Fokus auf Arbeit stehen, die Idee der Nebenwidersprüche ist auch in diesen Kreisen ab und an etwas verbreitet. Und das Patriarchat prägt unsere Gesellschaft an sehr vielen Stellen und seit sehr langen Zeiten und wird nicht einfach mit einem Grundeinkommen verschwinden. Das ist etwas hartnäckiger. Das Grundeinkommen als solches kann auf die Geschlechterverhältnisse sehr unterschiedliche Wirkungen haben. Oh. I should try to talk in English. So we need to take feminist ideas into account. So the basic income in the end can be a plus of individual. Now I have to translate it myself. It's difficult. You have good translation. Thank you. Oh.
Am Ende müsste das Grundeinkommen für alle ein Gewinn an Selbstbestimmung sein und niemanden zurück ins Private zwingen. Deswegen müssen wir feministische Ideen aufnehmen. Und weil diese Idee des Grundeinkommens so tief an manchen Vorstellungen rüttelt, die die Menschen so mit sich rumtragen, macht es unglaublich viel Spaß, intensive Diskussionen darüber zu führen. Wenn man, wie wir das als Grüne Jugend im Bundestagswahlkampf 2009 getan haben, mit einem ganz großen Strauß an Forderungen und Ideen auf die Straße geht, und eine davon ist das bedingungslose Grundeinkommen, dann wird man nicht mehr viel Gelegenheit haben, sich über Studiengebühren oder das Ehegattensplitting zu unterhalten, weil man immer und immer wieder das bedingungslose Grundeinkommen verteidigen muss. Das macht große Freude. Da würde doch niemand mehr arbeiten gehen, schreien uns die Leute an. Und dann fragt man zurück, und was würdest du tun? Und 95% von denen, die gesagt haben, niemand mehr würde arbeiten gehen, sagen, ja, ich würde schon arbeiten gehen. Aber die anderen alle. Da geht es richtig zur Sache und ums Menschenbild und man bringt Leute zum Nachdenken und das bringt wirklich was. Aber diese Diskussionen werden hier nicht stattfinden. Und das finde ich auch sehr richtig, dass dieser Kongress nicht einer reinen Selbstvergewisserung dient, sondern konkrete Wege zum Grundeinkommen aufzeigen soll. Als Grüne Jugend stehen wir ganz oft, weil wir ein realpolitischer Verband sind, der nahe an der Grünen Partei arbeitet, auch vor der Frage, ob wir mit sehr visionären Forderungen gegen Wände laufen oder versuchen, innerhalb eines konkreten politischen Streits die Seite zu nehmen, die uns näher steht und zu unterstützen. Oft tun wir Letzteres und dabei können wir dieses Grundeinkommen wie eine Brille aufsetzen, um verschiedene Dinge zu beurteilen. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie die aktuelle politische Debatte in Deutschland über Altersarmut läuft. Eine Frage in dieser Debatte ist, wie werden bei diesen Zuschuss-, Garantie- und Solidarrenten, die da in der Diskussion sind, die Zeiten für Kindererziehung und Pflege mit angerechnet. Da geht es mit darum, ob Arbeit, bestimmte Formen von Erwerbsarbeit, der einzige Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe im Alter sein soll. Und gleichzeitig geht es auch darum, ob wir die Arbeit, die jemand leistet, oder die Kinder erzieht, gleichstellen mit der Arbeit, die jemand leistet, der oder die Gabelstapler fährt oder Buchungen macht. Und es geht für Millionen von Frauen, die ihr halbes Leben lang damit verbracht haben, Kindererziehung zu betreiben, darum, ob sie über die Hürde springen konnten, die sie in der Altersarmut halten möchte. Die Brille Grundeinkommen ist etwas bürokratiearm, ist etwas hürdenarm, ist es individuell für jeden, kann uns helfen, realpolitische Vorstellungen zu bewerten. Weil dafür, ob unser Weg zum Grundeinkommen am Ende erfolgreich ist, ist nicht nur entscheidend, ob wir Ja oder Nein zum Grundeinkommen sagen. Wir müssen vorher auch sehr viele Debatten gewinnen. Und da ist es wichtig, dass wir auch ähnliche Debatten, die ähnliche Probleme berühren, mit für uns entscheiden. Die Bausteine eines Sozialstaats und die dauernden Reformen daran, die können mit einem Grundeinkommen entweder kompatibel sein, wie zum Beispiel eine Kindergrundsicherung damit kompatibel wäre oder eine richtig ausgestattete Garantierente, oder völlig unkompatibel, wie das Hartz-IV-System. Vielleicht sollte ich für die englischen Gäste ein bisschen was über dieses Hartz-IV-System sagen. Es ist ein sehr, sehr bürokratisches System für Menschen in Deutschland, die längere Zeit arbeitslos sind und es sie tendenziell in Armut hält. Und sehr, sehr stark mit dem Zwang, Arbeit aufzunehmen, auch schlecht bezahlte Arbeit aufzunehmen, verbunden ist. Es tut mir leid, dass ich sagen muss, dass meine Partei auch mit daran beteiligt war, das einzuführen. Dass es sowas wie dieses Hartz IV gibt und dass es, wie es diskutiert wird und diskutiert wurde, ist auch ein Beispiel dafür, wie weit weg wir noch davon sind, unsere Vorstellungen in Deutschland in Realität umsetzen zu können. Wenn wir was ändern wollen, müssen wir auch bereit sein, immer mal wieder Kompromisse und Experimente zu machen. Und Kompromisse und Experimente haben den Nachteil, dass sie uns in Sackgassen führen oder scheitern könnten. Deswegen reichen die nicht aus. Was wir tatsächlich tun müssen, ist möglichst viele Leute überzeugen. Wir müssen sowas wie Sozialdarwinismus und autoritäres Gedankengut völlig rückstandslos aus dieser Gesellschaft entfernen. Und das heißt, wir müssen immer und immer wieder die vorher schon erwähnten Diskussionen über das Menschenbild führen. Und dieser Kongress wäre doch ein schöner Schritt auf dem Weg zum Grundeinkommen, wenn er uns für diese Diskussionen stärkt und motiviert. Ich freue mich darauf, auch wenn das Programm für mich sehr, sehr hart aussieht. Workshop-Phase, Pause, Workshop-Phase, Pause, Workshop-Phase, Empfang. Das wird lustig, ich freue mich drauf. Applaus